Jo Leute, somit herzlich willkommen zu einem Video auf meinem Kanal Hendrik Schuster. Heute am Samstag, am wärmsten Samstag des Jahres, glaube ich, gibt es ein weiteres Trikot-Bewerten-Video. Und zwar heute gehen wir aus Deutschland raus, gehen nach Frankreich, fahren durch den Eurotunnel nach England. Und zwar sind wir heute in England unterwegs, in der Premier League. Und zwar werden wir heute von den ersten 5 Clubs die Trikots bewerten, sozusagen von den 4 Champions League-Anwärtern oder 4 Champions League Qualifizierten und dem Europa League Club Leicester. Genau. Wir werden uns heute Trikots angucken. Die Trikots sind auch schon alle erschienen. Insgesamt in England läuft das ein bisschen schneller. In Deutschland, in der Bundesliga, sind leider bisher alle Trikots nur erschienen, bis auf Freiburg. Freiburg fehlt noch. SC Freiburg, Christian Streich. Spudet euch mal ein bisschen, damit ich das neue Video drehen kann. Ich wollte in der zweiten Liga das Trikot-Video drehen. Das zweite. Komplettes Chaos. Also, manche Vereine denken auch, da weiß ich auch nicht, was ich davon halten soll. Und dritte Liga ist noch schlimmer. Also ich weiß nicht, ich denke schon, ich werde das hinbekommen mit den Videos. Aber das wird noch dauern. Also, keine Ahnung, da steht am 30.08. bringe ich das neue Trikot raus. Ja, super. 26 Tage gefühlt noch. Ja, egal. So, wir wollen nicht hier rummeckern. Ich danke euch ganz herzlich für den Support auf meine Videos, zumindest zu der Serie. Freut mich auf jeden Fall, dass euch das so gefällt. Und genau, heute werden wir uns, wie gesagt, die Premier League Trikots angucken von den ersten 5 Vereinen. Es wird davon auch 4 Folgen geben, nicht wie bei der Premier League, also auch hier auch wird es 4 Folgen geben, sondern wie bei der dritten Liga. Genau, so, wie oft habe ich jetzt genau gesagt? Egal. Erstes haben wir den FC Liverpool, den Meister oder Liverpool Football Club. Ihr wisst schon, was ich meine. Kennt jeder. Wer die Liverpool nicht kennt, weiß ich dann auch nicht. Okay, Leute. Wenigstens die Stadt sollte man kennen. Dann haben wir auf jeden Fall das Trikot von Liverpool. Und dort gab es ja richtig viel Hate. Das ist vor einer Woche genau rausgekommen. Lass mich kurz schauen. Es ist am 1. August rausgekommen. Und es gab richtig Hate zu diesem Trikot. Wegen den türkisen bzw. hellblauen Streifen an Ärmel und Kragen. Als die Gänse draußen gehört hat. Sorry, auf jeden Fall, ich habe das Fenster, aber ich kann hier sonst nicht aufhören. Das ist einfach zu warm draußen. Ich nehme das Video jetzt mal schon in der Früh auf. Genau. Ja, dann hat man außen am Trikot, am Körper, weiße Streifen. Insgesamt überall sind weiße Streifen. An den Ärmeln, am Kragen, hinten im Kragen. Bloß diese türkisen Streifen machen einfach das ganze Trikot kaputt. Es macht einfach alles kaputt. Das sehe ich aber genauso wie die ganzen Hater von dem Trikot. Da bin ich auch ein Hater ein bisschen vom Trikot. Das Trikot ist von Nike, die haben ja einen neuen Sponsor, New Balance war ja vorher der Sponsor, jetzt haben sie Nike als Sponsor, das Liverpool-Logo ist auf der linken Brust, rechter Brust, das Nike-Logo, wenn man sich das mal so anguckt, ja, sollte passen. Dann Standards, Shorted, Werbung, auch noch aus dem letzten Jahr, und wir gucken auf die Rückseite. Dort sieht man nur, hier oben, ich kann ja mal ranzoomen, die 2 Flammen und 96 für 1896 gegründet als Verein. Hinten steht nichts drauf insgesamt. Bei den ganzen Trikots, die wir jetzt sehen, steht hinten auf dem Trikot nicht drauf. Das heißt, man kann eigentlich nur die Vorderseite bewerten. Und wenn ich das jetzt hier so sehe, ich finde es nicht komplett scheiße, ich würde eine 3 geben. Ich gebe eine 3 fürs Liverpool-Trikot. Wie gesagt, wenn es euch gefällt, gerne liken und abonnieren. Und ihr könnt auch gerne das Trikot oder die Trikots in den Kommentaren am Ende bewerten. So, dann kommen wir zu den Sky Blues, zu Manchester City. Und die haben ja ein neues Trikot vorgestellt. Mit dem haben sie auch schon gespielt am letzten Spieltag. Und was gegen Sheffield? Ich glaube, gegen Sheffield war es. Wenn nicht, tut mir leid. Auf jeden Fall haben sie dort ja 5-0 gewonnen. Und das ist ein hellblaues Trikot, wie schon der Name sagt. Sky Blue. Und ein weißer Kragen. Das Trikot ist von Puma, dem Manchester City Logo. Next Tire Werbung. Der Puma ist ja immer auf den Schultern, kennen wir schon auch von anderen Vereinen. Der Puma drauf, den Etihad Emirates. Ja. Man muss davon nichts halten von Etihad Emirates aus Abu Dhabi und was weiß ich. Ich bewerte nur das Trikot, ich bewerte nicht den Verein. Und dann hat man hier noch ganz viele weiße Striche drauf, die irgendwie so wie Glasscherben wirken sollen, wenn mich nicht alles täuscht. Auf jeden Fall finde ich das eine gute Idee. Und das Trikot habe ich jetzt auch schon in Real Life an Spielern gesehen oder auch im Spiel. Und da fand ich das echt nice. Ja, Leute, wartet mal ganz kurz. Wir müssen kurz einen Cut setzen, da meine Kamera
nur noch einen Balken Akku hat und ich habe keinen Bock, dass die Facecam jetzt gleich abschmiert. Wir sehen uns gleich wieder. So, da bin ich wieder. Kann jetzt sein, dass die Facecam ein bisschen verrückt ist, aber tut mir leid, wir sind jetzt auf jeden Fall bei der Rückseite von Manchester City und dort sieht man hinten einfach ein komplett blaues Shirt, also hellblaues Shirt. Die Ärmel sind auch noch ein bisschen mit diesem Eisscherben oder Glasscherbenmuster. Oben im Kragen steht City drin, aber sonst ist da auch nicht wirklich was drauf. Da mir dieses Motiv echt gefällt, würde ich da eine 2 geben. Also das Trikot gefällt mir echt gut, bin ich ganz ehrlich. So, dann kommen wir zu den Tabellendritten und zum Stadtrivalen Manchester United. Und bei Manchester United hat man sich ein echt schönes Trikot ausgedacht. Das kam ja auch erst im Laufe der letzten Woche raus. Und dort hat das Trikot von Adidas. Oben auf den Schultern sind die drei Adidas-Streifen, wie man es bei Adidas gewöhnt ist. Dann hat man das Manchester United Logo, Chevrolet-Werbung, ist da schon immer bei Manchester United da, relativ oft drauf. Dann hat man die Cola-Werbung, also nicht Coca-Cola, sondern Cola, ist glaube ich so ein Cola-Unternehmen, wenn mich nicht alles täuscht. Heute das Video ist echt chaotisch. Werbung auf dem linken Arm, auf dem rechten kommt schon das Premier League-Logo. Dann hat man hier noch so, hat man ein komplettes rotes Shirt mit verschiedenen roten kleinen Strichen und weißen Strichen. Also das Trikot finde ich auch schön. Da würde ich auch eine 2 auf jeden Fall geben. Gucken wir uns die Rückseite an. Das ist einfach genau gleich Design. Und das ist einfach ein Trikot, was rundherum in so schönem Design ist. Das würde ich sogar mit einer 2 Plus bewerten, weil das finde ich auf jeden Fall deutlich besser. Ich habe gerade komplett gefailt. Ach man, ich habe mich schon wieder voll versprochen, Leute. Ich wollte sagen, das ist ein schönes Trikot in allem und das gibt für mich eine 2 Plus. Das Trikot gefallen mir momentan echt gut. Dann haben wir Chelsea. Und Chelsea hat ja das Trikot schon etwas länger rausgebracht. Ich glaube schon Ende Mai, wenn mich nicht alles täuscht. Ende Juni war es. Ist ja noch gerade August. Ich glaube, die haben den ganzen Juli und einen halben. Ja, irgendwie auf jeden Fall haben sie auf jeden Fall schon einige Spiele damit gespielt mit dem Chelsea-Trikot. Mit der Hyundai-Werbung links. Auf der rechten Brust ist das Nike-Trikot. Dann haben wir das Chelsea-Logo mit Gold umrandet. Die 3 als Sponsor, ich weiß nicht, ich kenne den Sponsor nicht mehr, ehrlich zu sein. Der Kragen und die Ärmel sind komplett mit schwarz abgeschlossen. Und sonst hat man das Trikot mit Blau mit so kleinen Zickzackmustern designt. Finde ich auch ein ganz schlichtes Trikot. Von der Rückseite sieht es auch, finde ich, ganz in Ordnung aus. Hat man wie bei Manchester United einfach das ganze Shirt gemacht und nicht wie bei City einfach auf der Rückseite aufgehört mit dem Muster. Das Trikot finde ich. Geht auch klar, aber kriegt für Manchester City eine 2 und nicht wie United eine 2 plus. So, dann haben wir das Leicester City ist das letzte Team. Das Trikot ist auch von Adidas und das ist einfach klassisch designt, wieder mit den Adidas-Streifen oben. Einen Kragen, wieder in Blau, ganz normal. King Power kennt man natürlich schon, das ist ja der Hauptsponsor bei denen. Da hat man die auf den Ärmeln einen goldenen Streifen, der mit zwei kleinen weißen Streifen umrandet ist und noch einen blauen Streifen zum Abschluss. Das ist ein schlichtes Trikot, also das könnte ich sagen, ist wie bei Schalke eigentlich jedes Jahr das gleiche. Von hinten sieht es auch einfach schlicht aus. Dem Trikot würde ich auch eine 3 geben, aber vielleicht auch eine 2 minus, aber auf jeden Fall keine normale 2. Gefällt mir auf jeden Fall gut. Also wir haben Liverpool und Leicester mit einer 3, würde ich sagen. Dann haben wir Chelsea und City mit einer 2 und wirklich überraschend mit einer 2 plus Manchester United. Gefällt mir echt gut das Trikot von den Red Devils. Und jetzt war's das von dem Video. Das Video ist echt chaotisch, Leute. Es tut mir leid, ich muss es jetzt auch noch schneiden und hochladen, aber das soll nicht eure Sorge sein. Ihr werdet es ja schon gesehen haben. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Lasst gerne ein Like und ein Abo da, wenn es euch gefallen hat. Und bewertet die Trikots selbst in den Kommentaren. Mal gucken, wann das nächste Video zur Premier League kommt. Ich wollte eigentlich jetzt erstmal die Bundesliga weitermachen. Je nachdem, wann Freiburg das Trikot halt nun rausbringt. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Haut rein und Tschüssikowski.